Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill und ich habe, da ich gerade am Stück wieder aufnehme, gerade den Kampf hinter mir mit Sybil und es war ja echt anstrengend und deswegen bin ich froh, dass wir durch sind, habe aber ein bisschen Schiss, was jetzt passiert, wenn wir hier durchgehen durch die Tür, weil 1000 Monster können wir uns eigentlich nicht erlauben. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh Gott, alles wackelt. Wow, okay. Summoned. What happened in this town? What could be making things like this? I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Cheryl. Oh, ein bisschen Bammel. Der Keller ist immer so eine Sache bei Silent Hill. Oder halt, ja, allgemein alles, was am Ende immer so zwischendurch eigentlich alles kommt. Ja, klappe ich jetzt hier wieder alles ab oder wie? Oh, die erste Tür geht direkt. Da war da... Hä? Moni! 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 Ja, Moni. Okay, es flattert im Käfig, obwohl da nichts ist. Der Vogelkäfig ist abgeschlossen. Aber im Käfig hängt auch noch ein Schlüssel. Das ist ja auch irgendwie strange. So, die Tür hatte ich. Dann nehme ich mal die. Die geht auf. Was ist hier? Es ist schon wieder alles anders hier. Was ist denn hier jetzt? Da ist ein Schlüssel im Wasserhahn. Aber ich bekomme ihn nicht heraus, wie stark ich auch ziehe. Das heißt, wir müssen irgendwie das Wasser zum Laufen bringen, oder wie? Kriege ich das per Rohr sonst wie wieder hin? Per Wasserrad? Oder per Keller? Oh, ich will hier nicht rumlaufen, echt. Ihr glaubt gar nicht, wie wenig ich hier rumlaufen will. Gut, die hatten wir, die hatten wir. Ich habe immer noch keine Karte und es nervt. Was? Ein Kind ist hier gerade langgelaufen. Abgeschlossen. Das Wort Falek ist in die Tür eingeschnitzt. Okay. Noch eine offene Tür. Monster? 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 Okay. Eine alte Uhr. In ihres Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Der Zeiger der Uhr, er ist ein Schlüssel. Ich komme nicht heran wegen des Uhrglases. Kann ich das nicht einfach reinhauen? Warum kannst du es nicht einfach einschlagen? Es wäre doch voll easy. Aber er tut's nicht. Schade. Oh, hier können wir speichern. Oh, ein Verbandskasten. Also wenn wir hier jetzt nicht Sachen finden, dann weiß ich auch nicht. Nach dem Kampf muss man belohnt werden, weil das kann ja gar nicht sein sonst. Da muss man was kriegen für. Das muss sein. Okay. Ein bisschen wieder etwas Muni und... ein bisschen wieder etwas Heilung, aber auch nur ein Verbandskasten. Also, pff, ja. Speichere ich mal wieder. Und ich speichere ganz neu unten. Im Nirgendwo. Und wir sind hier in diesem... Nee, sind wir gar nicht. Aber sieht das wieder... Okay. Ist klar, Leute. Ist klar. Ärgert mich ruhig. Vor allem mit der Kameraperspektive. Boah, man kommt raus und, ne? Es ist so mies, echt. Es ist so mies. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Das Wort Ophiel ist in die Tür eingeschnitzt. Ach, Leute.
Das ist so furchtbar. Und ich weiß nicht, welche Tür ich jetzt schon hatte. Ich glaube, die hatte ich schon. Und die weiß ich, die hatten wir gerade eben. Und was war mit der? Achso, es war die. Okay, wie geht's mir? So, orange. Aber orange lasse ich nochmal durchgehen. Wenn wir schon mal hier nochmal im Raum sind. Ja, ich weiß, ich übertreibe es mit dem Speichern, aber ist mir egal. So. Egal. Jetzt komme ich raus und nochmal Krankenschwestern. Nochmal und nochmal. Nein, das glaube ich nicht. Ja, hier geht's in den Keller. Wie sieht's aus mit dem anderen Stockwerk? Abgeschlossen. Das Wort Hagith oder Hagith ist in die Tür eingeschnitzt. Mhm. Und hier links war gar keine Tür mehr? Nee. Gut, dann Quatsch, dann gehen wir runter. Super. Es wird großartig im Keller. Ich fühle mich leicht einsam. Oh, ein Klassenraum? Hier? Nanu? Wie merkwürdig. Und, oh, ein Tisch. Warum? Von dem Mädchen vielleicht? Geh nach Hause, Dieb. Krepier doch. Voll gemein. Das ist auf jeden Fall der Tisch von dem Mädel wahrscheinlich, die wir suchen. Weswegen wir hier sind. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, was haben wir hier? Das ist ein Schraubenzieher. Mitnehmen? Ja, den nehmen wir mit. Eine Zange? Noch was? Eine Zange und ein Schraubenzieher. Können wir vielleicht mit der Zange und Schraubenzieher den Vogelkäfig aufmachen? Oder brauchen wir dafür den Schlüssel, weil er stand abgeschlossen? Oder mit der Zange könnten wir doch den Schlüssel aus dem Wasserhahn bestimmt rausholen. Das wäre doch eine Idee. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rüber. Da kommen bestimmt gleich Krankenschwestern, das weiß ich. Ich spüre das. Oh, oder auch nicht. Ach ja. Aber hier oben jetzt. So. So. Doch nicht. Das ist aber nett von euch. Ich weiß nicht, wo ich zuerst war. Ich glaube, ich muss hier nochmal reingehen. Das ist der Vogelkäfig. Ich kann es ja mal immerhin ausprobieren, ob eins von beiden Sachen hier geht. Das geht schon mal nicht. Geht auch nicht. Gut, beides geht nicht. Oder ich stehe nicht gut. Kann auch sein. Moment. Ich meine, für mich sieht das aus, als ob wir hier tatsächlich eher einen Schlüssel brauchen, aber... Weil halt steht abgeschlossen. Ich glaube, deswegen... Nee. Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest die Zange gut ist, ne? Dingsterbumster. Genau. Hier den Schlüssel rauskriegen. Die Steuerung ist so blöd, echt. Diese Kamera. Immer ändert sie sich und man weiß nie, ob man richtig steht. Na, geht doch. Ist das vielleicht der Käfigschlüssel? Fragt sich dann, wofür der Schraubenzieher ist. Schlüssel des Ophiel mitnehmen. Ah, und da, wo Ophiel steht, da kommen wir dann wahrscheinlich auch rein. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ophiel. Wo war jetzt der Raum, wo man noch speichern konnte? Das würde ich nämlich zwischendurch jetzt immer wieder einfach machen, weil ich nicht weiß, was kommt. Hier. Gut. Ich weiß, ist, wie gesagt, ich... Kannst du wieder mal hinleuchten? Wo bist du? Komm aus der Ecke raus. Bin ein bisschen nervös, wegen... dem ganzen Kampf mit Sybil vorher und diesem Karussellgedöns und... Ich muss mich erstmal so ein bisschen abreagieren, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Oh, viel war das hier? Ja.
Oh. Oh, okay. Hier sind wir jetzt. Was ist hier? Oh, hier gibt es ein Passwort, was man eingeben muss irgendwann. Das weiß ich aber noch nicht. Könnte aber vielleicht mit dieser Tafel zusammenhängen, die wir schon kennen. Und was ist, wenn das einfach der Name von ihr ist und wir das mal einfach... Ich will das nur mal ausprobieren. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, wie das Passwort ist, aber ich schreibe jetzt mal Alessa hin. Weil nach dem Mädchen wird ja hier die ganze Zeit gefragt. Alessa. Das war es aber anscheinend nicht. Gut. War ein Versuch wert. Einfach nur aus Jux. Natürlich ist da abgeschlossen. Ja, was mache ich jetzt? Ach, hier bin ich wieder. Okay, warte. Dann habe ich die ja nicht ausprobiert. Schloss klemmt. Klemmt. Eine Karte wäre schön. Übrigens so nebenbei. Da komme ich her. Glaube ich. Da nicht. Hallo? Oh. Oh, ein Rätselkram. Ein Rätselkram. Waage 2. Was haben wir denn hier überhaupt? Ach so. Moment, wenn hier so mehrere sind und die Zahlen immer drunter stehen, kann man das nicht einfach dann drücken? Und das sind ja dann die Sternzeichen oder was? Das wäre Schütze. Was steht denn bei Schütze? Haben wir hier Schütze? Nö, aber wir haben Fische. Fische. Null. So. Fische. Zwilling. Also stehen ja hier genau die wir nicht haben. Also hier sind die anderen Sternzeichen. Hier sind die, die da vorne halt nicht sind. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich das zum ersten Mal machen sollte, lange nicht kapiert habe. Es war aber am Ende eigentlich gar nicht so schwer, aber es war auch nicht so einfach, da drauf zu kommen, wie das nochmal geht. Ich habe gerade irgendwie keinen Plan. Merke ich gerade. Widder 4. Und wir haben halt hier so ein... Wir haben doch aber überall dieses Zahlending, ne? Wir können überall hier was eingeben. Und ich schätze mal, es ist bestimmt nur eine Zahl. Vielleicht die fehlenden oder so. Also, dass man wieder... So wie ich das bei Memoria gemacht habe, dass man überlegt, welche fehlen denn? Also, dass man hier weiß, das ist die Nummer 4 sozusagen. Und dann müsste ich mir nur die aufschreiben, die ich habe. Und hier ist die 0, 4, 0, 2, 10, 4, 0, 2, 10. Und dann könnte man halt irgendwie quasi sagen, dass das die anderen sind. Zum Beispiel 3 und 9. Aber wir haben ja nur 3 Stück. Da kommt man ja gar nicht. Und wir haben hier auch 10. Und von 1 bis 10 ist ein bisschen viel dafür, dass wir hier vorne nur 3 Dinger haben. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Ich kann mich darum gerade... Ich überlege nochmal. Ich habe ja noch nicht alle Türen hier abgeklappert. Schloss klemmt. Komme ich jetzt nochmal her? Da. Da hinten ist aber auch nochmal so eine Tafel, oder wie? Mit
checke ich erstmal gerade nicht. Ich probiere bestimmt gerade immer dieselben Türen nochmal aus, aber egal. Das sind Fenster, keine Türen. Wie dieselbe Tafel nochmal oder ist es eine andere? Namen sind in eine Steinplatte gemeißelt. Die Liste vom Sensenmann. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Jung und alt in einer Reihe geordnet, nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad, sie erwartend der Aufschrei des Wahnsinns, das Fest des Todes. Das klingt wieder nach so einem Rätsel, was ich mir definitiv aufschreiben muss. Bedeutet, ich wühle wieder nach einem Zettel. So. Also. So wie wir das mit diesen Farbplatten gemacht haben. Namen sind in einen Stein gemeißelt, die Liste vom Sensenmann. Das heißt, mal egal. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Aber was heißt Anzahl der Köpfe? Jung und alt in einer Reihe. Ach, das gehört dann aber zu dem Code hinten an der anderen Tür, geordnet nach dem Lebensalter. Jung und alt in einer Reihe geordnet nach dem Lebensalter. Also da wir jetzt hier irgendwie zwei Rätsel gerade haben, dann öffnet sich der Pfad, sie erwartend der Aufschrei des Wahnsinns, das Fest des Todes. Muss ich mir das jetzt auch aufschreiben? Ich mach mal vorsichtshalber. Dann öffnet, was klingt auch irgendwie so, der Pfad, sie erwartend, alles so schön kompliziert ausgedrückt, der Aufschrei des Wahnsinns, vielleicht heißt es auch einfach nur, hey, wenn du die Tür aufmachst, dann geht's richtig ab, oder, ja, ich weiß auch nicht. Oder es hat was mit dem Rätsel zu tun. Das Fest des Todes. Aber sonst würde ich hier jetzt die ganze Zeit hin und her laufen. Hab ich auch keinen Bock zu. Dann kümmere ich mich erstmal darum. Darauf habe ich gerade mehr Bock als auf das mit diesen Zahlen und dem Sternzeichen und Pipapo. Das ist mir gerade ein bisschen zu kompliziert. So. Ja, du darfst dich ruhig ändern. So. Wenn wir jetzt das hier uns anschauen. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Also, das bedeutet, wir haben hier 5 Namen und haben wir auch, ja, weiß ich nicht, dann vielleicht auch 5 Buchstaben, die wir nehmen sollen für das Wort. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Vielleicht. A, L, E, S, S, A. Ja, das wären für Alessa dann auch 6 Buchstaben gewesen. Jung und alt in einer Reihe, geordnet nach dem Lebensalter. Jung und alt. Aber nehme ich jetzt immer den Anfangsbuchstaben oder was? Weil wir haben ja Buchstaben, die wir nehmen sollen, keine Zahlen. Was ich komisch finde. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Jung und alt in einer Reihe geordnet nach dem Lebensalter. Also, weiß ich nicht. Muss ich dann erstmal mit Jung anfangen? Das wäre dann 18. Albert Lords. Ich mach mal Albert L. Dann kommt Lydia. Lydia F. Dann kommt Edward. Cullen. Edward C. Und dann kommt Roberta. T. Morgan. Und dann kommt Trevor. Trevor F. White. So, White. White. So, erstmal nach dem Lebensalter geordnet. Dann öffnet sich der Pfad. Sie erwartend der Aufschrei des Wahnsinns, des Fest des Todes, bla bla bla. Keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Also, wenn das die Anfangsbuchstaben sind, dann wäre das Alert. Auch wenn Alert komisch klingt.
Ich probier's mal. A, L, E, R, T. Ach was. Ach was, das war ja einfach. Das war ja einfach. Alert. Hey, Alert. Was ist jetzt hier? Der Weg zum Wahnsinn. Hallo? Hell is coming. Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Ja, ja, das hatten wir schon mal. Und damals haben wir Tonikums gefunden und jetzt ist hier gar nichts. Oh, aber ein Stern ist hier an der Wand. Ein Amulett von Salomon. Jawohl. Wir nehmen das Amulett mit. Das ist schön. Wir haben ein Amulett bekommen, weil ich die Tür geöffnet habe mit Alert. Alert. Was auch immer das heißt. Gut. Monster, 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 Monster. Oh, Sequenz. Harry. Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry. Oh nein, Lisa. Und wir müssen jetzt nicht gegen sie kämpfen, oder? Bitte nicht. Ah, oh, es tut mir so leid. Was? Ich kann da nochmal wieder reingehen? Wo ist sie denn jetzt? Huch. Das ist ein Tagebuch auf dem Boden. Da ist ein Tagebuch. Bitte, den Arzt, mich von der Pflege dieses Patienten zu entbinden. Es ist zu unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige, will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein. Zum Krankenhaus. Fühle mich schlecht. Muss erbrechen. Aber nichts kommt heraus. Erbreche nur Galle. Blut und Eiter fließt aus dem Wasserhahn in der Toilette. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Ach, ich mag diese Tagebucheinträge, aber es ist auch so schrecklich um sie. Es tut mir so leid. Es ist so traurig. Und hier war sie doch. Wo ist sie jetzt? Sie ist weg. Sie hat irgendwie gemerkt, dass sie auch ein Teil dieser Welt ist. Dass sie irgendwie selber vielleicht tot ist. Kann man das so sagen? Sie, ja, wahrscheinlich zu diesen ganzen Horrorkrankenschwestern selbst gehört. Was halt voll traurig ist. Und die Musik ist so schön, aber ich werde sie wahrscheinlich in diesem Part längst rausgeschnitten haben. Gut, wir haben das Rätsel gelöst und Lisa weiß etwas mehr, wo sie eigentlich hingehört oder herkommt oder etwas Schlimmes scheint passiert zu sein, dass Lisa, die eigentlich mal hier gearbeitet hat als normale Krankenschwester, letztendlich auch nur ein Teil dieser furchtbaren Silent Hill-Welt geworden ist. Und es tut mir so leid um sie, weil sie halt so viel Angst hat das ganze Spiel über und man immer so bei ihr ist und versucht bei ihr zu sein und es irgendwie aber gar nichts bringt und
sie, ja, dann sogar fast Harry angreift. Traurig finde ich das. Aber es lässt sich nicht ändern, es ist halt Silent Hill und die arme Lisa. Ja, die kann man wohl nicht retten. Schade. Genauso wie das mit Sybil, aber naja. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.